Steht auf deinem Theaterzettel, wo es lang geht? Nur bedingt. Hier geht's eigentlich eher um die Teilnehmer heute Abend. Die Teilnehmer? Ja, die auf und hinter der Bühne. Und was sie auch so tun. Ja, und das Stück und der Autor und so. Naja, diese ganze Information eben. Übrigens konnte man an jedem Bahnhof der Pfalz auch die Theaterkarten kaufen. Früher war das so. Davon steht hier auf der Website nichts. Außerdem am Bahnhof, der ganzen Pfalz Bahnfahrkarten. Da gibt's ja kaum noch Bahnfahrkarten. Theaterkarten? Quatsch, Unsinn. Doch. An Bahnhöfen konnte man Fahrkarten für Vorstellungen des Mannheimer Hof- und Nationaltheaters bestellen. Hier steht's. Auswärts nehmen Bestellungen auf Schwersitze an, die Bahnverwaltung in Ludwigshafen am Rhein durch Vermittlung sämtlicher Pfälzer Eisenbahnen. Unglaublich. Na, das war ja nur ein Service. Wann war das denn? In diesem Fall im Oktober 1906. Tatsächlich. Vor fast 120 Jahren. Was für ein Service. Dieses Niveau haben wir ja heute nicht mehr. Aber gleich geht's los. Wo sind eigentlich die Toiletten? Nicht hier. Da müssen wir woanders hin. Okay. Wer heute ins Theater geht und sich ein Programm besorgt, findet in ihm eingelegt in der Regel einen Zettel, der die Besetzung des jeweiligen Abends anzeigt. Das hängt mit der Notwendigkeit kurzfristiger Änderungen oder Umbesetzungen, zum Beispiel aufgrund von Krankheit der Darsteller, zusammen, auf die ein mit großem Vorlauf gedrucktes Theaterprogramm nicht reagieren kann. Außerdem informieren die Theaterzettel über alle Kräfte, die an einer Vorbereitung einer Aufführung und in deren Hintergrund für Kostüme, Beleuchtung, Technik etc. tätig waren. Historische Theaterzettel haben eine ähnliche Funktion, sind aber oft aufwendiger gestaltet. Sie enthalten in der Regel mindestens die folgenden Informationen: Aufführungsdatum, Angabe zur Erstaufführung, Ort des Theaters, Titel, Gattung des Stücks, Anzahl der Akte, Verfasser, Personen des Stücks und zugeordnet die Namen der Schauspieler, eventuell eine Angabe zur Zeitstellung des Inhalts oder dem Hintergrund bzw. Bühnenbild, Eintrittspreise. Damit sind sie ein Quell einerseits für die Rekonstruktion von Repertoire und den darstellenden Künstlern, andererseits für sozialgeschichtliche Fragestellungen. Bei den Mannheimer Theaterzetteln kommen ab dem 19. Jahrhundert oft noch Angaben zum Vorverkauf. Oder den Zugverbindungen in die Heimat, für die Heimfahrt hinzu. Manchmal ist eine Vorschau auf kommende Stücke angefügt. Der älteste Theaterzettel aus den Mannheimer Sammlungen stammt von 1766. Der älteste erhaltene Theaterzettel der neu eröffneten Nationalschaubühne auf B3 innerhalb der Sammlungen der Reichs-Engelhorn-Museen ist ein gedrucktes Blatt für Trau, Schau, Wem von Johann Christian Brandes. Hierbei handelt es sich um den Besetzungszettel für die zweite Aufführung im Neuen Nationaltheater vom 10. Januar 1777. Auf dem Zettel ist vermerkt,
dass die Zuschauer, Manns- und Frauenpersonen, sich ohne Unterscheidung von Rang und Stand ihren Platz durch Entrichtung der Eingangsgelder besorgen können, was in Hoftheatern so nicht möglich war. Als eine Besonderheit der Mannheimer Theatersammlung ist zu werten, dass die Theaterzettel ab der Ära des Intendanten Wolfgang Heribert von Dalberg trotz Kriegen und politischen Veränderungen so gut wie lückenlos bis auf den heutigen Tag überliefert sind und damit eine der wichtigsten Quellen zur Geschichte der Mannheimer Nationalschauspiele darstellen. Aktuell geht es um 50 Theaterzettel, die innerhalb der Intendanz von Karl Hagemann im Oktober und November 1906 ausgegeben worden sind. Sie sagen mehr als Besetzungen und Stückennamen. Vieles darüber hinaus kann und soll tiefgründig und auf unkonventionelle Art und Weise gehackt werden.